So, da wären wir wieder. Aber ihr habt etwas verpasst, nämlich eine ganze Menge. Also eigentlich ist es nur eine Folge, aber ich zeige euch mal ganz kurz, wie viel Speicherstände die hat. Die Folge ist 60 Minuten lang. Die werde ich irgendwann mal als kleines Special hochladen, wahrscheinlich gleich im Anschluss an dieser Folge hier. Und da habe ich gegen eine gewisse Hexe gekämpft, aber es fehlte mir etwas und ich konnte deswegen den Kampf nicht beenden. Ich habe stattdessen eine Stunde lang mit dem Westwood Stick auf sie eingeschlagen, weil das das einzige war, was Schaden gemacht hat. Und ich hatte halt gehofft, dass es damit dann irgendwann klappt, aber das hat's nicht. Das heißt, ich habe nach einer Stunde aufgegeben und habe jetzt rausgefunden, man braucht halt vorher was anderes und das werden wir uns jetzt holen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch zwei weitere Statuen. Und der Frosch hätte einfach mal nach da ausweichen sollen. Und da müssen wir einfach nur in den Nahkampf gehen, richtig? Das hatte ich zwischenzeitlich ja auch rausgefunden. Zick. Zick. Aber ja, die Folge war echt übel. Nach 13 Minuten oder so habe ich den Weg dann zu Scotia gefunden. Also, sorry, wenn ich euch jetzt spoiler, aber damit müsst ihr leben. Wir treffen auf Scotia, kommen da aber nicht weiter, weil wir sie nicht umbringen können. Und ab der 15 Minute stehe ich eigentlich nur vor ihr und hau mit dem Stock auf sie ein. Und verschwende so langsam innerhalb der nächsten 45 Minuten dann alle Mana-Tränke, die wir haben, alle Bezelbecher, um Bakata am Leben zu halten, damit er dann weiter auf sie einprügeln kann. Und red mir den Wundfürstlich. Also echt über jeden Scheiß geredet. Aber es hat meistens sogar noch so mit dem Spiel zu tun gehabt, was echt faszinierend ist. Die meiste Zeit habe ich einfach nur rumgekrummelt, dass es viel zu lange dauert. Und was das überhaupt soll, dass das gar nicht so geplant sein kann und was ich nicht alles übersehen könnte. Und ja, was ich denn nicht übersehen habe. Oder was ich denn übersehen habe, ist, dass ich es gar nicht schaffen konnte. Aber na gut. Oh, hier haben wir einen Schlüssel, der kommt mit. Aber na gut, die Folge habe ich jetzt hinter mir. Die wird, wie gesagt, als Special hochgeladen, damit ihr euch einen abschmunzeln könnt. Falls ihr mal jemanden eine Stunde reden hören wollt, ohne dass er was sagt, ist das genau das Richtige. Aber jetzt zurück zum wichtigen Teil. Frösche töten. Nein. Statuen finden. Ich brauche, wie gesagt, zwei Statuen. Dadurch bekommen wir dann Zugang zu etwas anderem und da bekommen wir dann noch was und damit können wir dann Scotia töten. Beziehungsweise den Kampf machbar machen. So. Dass die uns immer entwaffnen müssen. Aber er hat uns entwaffnet, als wir ihn umgebracht haben. Auch nicht schlecht. So, klick, klick, klick. Ach ja, und Bakata hatte inzwischen, also während dieses ganz langen Kampfs, Kämpferstufe 10 erreicht. Nur um euch mal so zu sagen, wie lange das gedauert hat. So, hier müssen wir noch aufdecken, da müssen wir noch aufdecken, da auch noch. Ja, wir haben gut was zu tun. In der nicht gezeigten Folge hat es halt 15 Minuten gedauert, bis wir da standen. Und hier liegt einfach so ein Schlüssel auf dem Boden. Okay. War es das jetzt hier? Ne, da und da müssen wir auch noch gucken. Hoffentlich keine Kröten mehr. Oh, eine Truhe. Können wir knacken. Hellebarde, Hand des Todes. Und die ist sogar okay. Und eine Aegis-Plattenrüstung. Die ist auch ganz schick. Und Silbermünzen. So, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Das sind viel zu viele Stellen. Ein Schalter. Was machst denn du? Du machst da die Wand zu. Ist hier denn irgendwas? Nö. Dann kannst du die Wand da auch ruhig zumachen. Das ist mir Wayne. So. Hier ist Sackgasse. Hier ist ein Knopf, der irgendwas macht. Was legen wir da mal drauf? Die Rüstung legen wir da mal drauf. Oh.
Das kann man nicht auslösen durch einen Gegenstand. Das wiederum ist jetzt doof, denn ich weiß nicht mehr, wie oft ich inzwischen rübergelatscht bin. Einmal noch. Ja. Hoffen wir mal, dass es die richtige Anzahl war, sonst müssen wir einfach später nochmal wiederkommen. Die drei Gänge da noch. Und dann müssen wir gucken, wo wir welchen Schlüssel benutzen. Wir hatten eine Etage tiefer ja auch noch Schlösser, die wir nicht geöffnet haben. Eingesperrt. Ah ja. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Jetzt kommen wir wieder raus und sonst ist hier nichts. Eine recht komische Ecke. Aber gut, zwei Knöpfe mehr, die wir gedrückt haben, die vielleicht auch noch irgendwo anders irgendwas bringen. There is no way to pick this lock. The key doesn't fit. The key doesn't fit. The key doesn't fit. The key doesn't fit. Ah. Haben wir noch irgendwo einen Schlüssel? Nee, vier Schlüssel. Keiner passt. Das merken wir uns. Den Knopf weiß ich nicht, ob wir gedrückt haben. Da haben wir, glaube ich, gedrückt. Den Knopf müssen wir noch gucken. Ja. Also ich weiß, in der nicht gezeigten Folge habe ich das Ding hier aufgekriegt. Ich weiß nur nicht mehr mit welchem Schlüssel. Na gut. Gehen wir außen rum und gucken, was der eine Schalter da macht. Jetzt sind wir im Außenring und hier irgendwo. Den haben wir schon gedrückt. Na gut, dann lassen wir ihn auch so, wie er ist. Wir wollen da nichts kaputt machen. So, da war nichts. Gucken wir jetzt mal dahin. So, ich hoffe mal, hier war richtig. Ja, da ist die Grube. Der Knopf ist gedrückt, der Knopf ist gedrückt. Dann lassen wir es auch mal so, wie es ist. Und schauen uns hier in der Mitte nochmal zu Ende um. Hier war noch ein Fitzelchen über. Und wo noch? Da müssen wir auch noch aufdecken. Haha, ein Goldschlüssel. Der war allerdings für die Tür, durch die ich jetzt noch gar nicht durchgehen will. Aber wir können ihn schon mal reinstecken, wenn wir es erledigt haben. Der passt nämlich hier oder da. Oh, passt hier nicht noch einer? Nee. Also haben wir noch vier Schlüssel. Und ein Schloss, das wir mit den vier Schlüsseln nicht öffnen können. Sonst, hier haben wir noch eine Tür. Schauen wir mal. Ah, da müssen wir jetzt immer den Gegenstand hinlegen, der hier steht. Und da haben wir irre Glück gehabt, dass wir den Gegenstand hier dabei haben. Weil ich habe ja schon recht viel davon verbraucht und aussortiert. Und erst wenn man alle abgelegt hat, kommt der Schlüssel da. Also ja, sonst hätten wir nochmal ganz zurück nach Eivel laufen müssen und hätten da bei der Medizinfrau Kräuter kaufen. Das wäre ja nicht so toll gewesen. Na gut, jetzt haben wir den Schlüssel hier. Den kleinen Schlüssel. Richtig. Nee, den matten Schlüssel. Der wird dann wahrscheinlich oben in die Truhe reinpassen. Ne, hier wollen wir nicht lang. Wir wollen da rum, in die Feuerwehr rein. Also der müsste jetzt oben bei der Truhe passen. Dann ist in der Truhe irgendwas drin, wo wir dann wahrscheinlich in den mittleren Raum können. Wo wir aber auf keinen Fall reingehen. Wir gehen erstmal nach unten und gucken, was wir mit den anderen drei Schlüsseln noch so alles anfangen können. So, da ist die Truhe. Hier rum und dann rechts an der Wand lang. Klick. Silberschlüssel. Salbe. Also da hätten wir die Medizin auch noch bekommen, stimmt. Und Münzen. So, wieder zurück. Wieder bis zur Tür, die wir nicht öffnen.
Aber wir könnten meinen Schlüssel reinstecken, damit wir nicht rumschleppen müssen. Denn ich habe ja immer dezente Inventarprobleme. Ja, fast da. So, du passt jetzt hier rein und wir könnten jetzt die Tür öffnen. Tun wir aber nicht, wir schlafen erstmal. Und dann hopsen wir einfach in eine von den Fallgruben runter und gucken uns dann in der zweiten Etage um. Und ich glaube, in der ersten Etage gab es auch noch eine Tür, wo wir noch nicht waren. Also, die Fallgrube da nehmen wir mal. Ups. Und gleich mitten in die Gegengruppe rein. Nein! Nicht die Rüstung zerstören. Ah, wir haben einen auf Vorrat. Ja, gut. Zwei auf Vorrat. Umso besser. Das habe ich doch ganz wieder vergessen. Zip, zip, zip. Hier war noch einer. Du entkommst uns nicht, du doofes Rad. Noch eins. Na komm. Du sollst erst sterben, dann will ich gucken, wo wir auf der Karte sind. So, wir sind hier unten. Das heißt, hier war nichts. Da war eine wichtige Tür mit König Richard, gespoilerterweise. Und war nicht irgendwo noch ein Schlüsselloch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber na gut, wir haben also nur einen Weg und der geht voraus. Hoffentlich ohne Respawn. Was war hier? Und Nische. Wie gesagt, hoffentlich ohne Respawn. Das würde das Ganze nur unnötig in die Länge ziehen. Und ich habe in letzter Zeit schon genug unnötig in die Länge gezogen. Namentlich ein sehr langer, langer, langer Kampf. Die Tür haben wir schon geknackt. This is already ja. Unlocked. So. Hier dran vorbei, da. Du stirbst jetzt einfach. Hier dran auch vorbei. Und, so viel zu keinem Respawn. Na gut, dann nehmen wir halt unsere Lieblingstür, schließen uns wieder ein. Und pennen wieder. Ja, ja, das Schloss hat's echt in sich. Es ist zwar nicht so nervig wie der Turm wegen Geistern. Hier sind die Gegner halt nervig, weil sie Rüstungen zerfressen, tierisch viel Schaden machen und das Mana wegsaugen wie nix. Aber die schiere Größe und die zigtausend Schlüssel und Schalter und was weiß ich, die machen diesen Dungeon echt garstig. So, da haben wir noch einen Schalter und eine Druckplatte. Zack. Zack. Na komm, Axel, rauf. Jetzt aber. Also. Ah, und da kommen die nächsten. Wir haben keinen Mana mehr. Na gut, jetzt wo ich weiß, dass der Endkampf nicht ganz so episch ist, wie ich dachte. Wollte ich eigentlich gerade Ressourcen verschwenden. Aber ging das nicht auch mit Nahkampfwaffen bei denen? Nee, anscheinend nicht. Wow, die teilen echt gut aus. Na gut, ich wollte gerade sagen zurücklaufen, aber ist nicht. Nein, wir sterben hier. Wir sterben hier nicht, habe ich gesagt. So. Also das lieber das Mana benutzen, um die Viecher zu töten, anstatt hier weiter Leute zu heilen, die eh gleich wieder umkippen. Zack. Aha. Nein. Und betäubt und... Ah, ihr könnt mir da alle mal.
Weh, ich bereue das später und wir schaffen das denn nicht, weil ich jetzt die Ressourcen verballert habe. Das wäre übelst. So. Weg mit dir. Können wir jetzt schlafen? Nein. Du musst noch sterben, mindestens. Schlafen. Oh. Das Spiel macht mich langsam echt fertig. Aber gut, ein Ende ist in Sicht. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich muss nur noch durchhalten. Wir gehen jetzt erstmal speichern ab und machen einen kleinen Cut. Ich will ja nicht wieder so eine ewig lange Folge hier machen. Das ist jetzt einfach LP50. Kein Kampf, kein Kampf und kein Kampf. Und wir sehen uns gleich wieder.